Der Handel mit börsengehandelten Fonds, sogenannten ETFs, begann im Jahre 1993. Mittlerweile gibt es über 5000 ETFs auf der ganzen Welt mit einem Volumen von 3 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Kurz gesagt ist ein ETF ein Mix von Wertpapieren, den Sie über eine Maklerfirma an der Börse sowohl kaufen als auch verkaufen können. Die börsengehandelten Fonds werden zu einer Vielzahl von Anlageklassen, die von traditionellen bis hin zu alternativen Anlageklassen wie Rohstoffe oder Währungen reichen, angeboten. Darüber hinaus ermöglichen innovative ETF-Strukturen den Anlegern, Märkte leer zu verkaufen, von der Hebelwirkung zu profitieren und die kurzfristig anfallende Kapitalertragsteuer nach US-Steuerrecht zu vermeiden. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr je nach Angebotszeitraum außerdem noch ein bisschen Geld sparen. Ein Blick in die Infobox lohnt sich auf jeden Fall und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Vorteile von ETF. ETF kombinieren die Reichweite eines diversifizierten Portfolios mit der Einfachheit des Handels einer einzigen Aktie. Anleger können ETF-Anteile bereits durch Hinterlegung einer Sicherheitsleistung Margin erwerben. Des Weiteren können Anteile leer verkauft oder für einen längeren Zeitraum gehalten werden. Da ETFs einen Index wie den S&P 500 oder den Nasdaq nachbilden und als passive Anlagen gelten, sind die jährlichen Verwaltungsgebühren in der Regel sehr niedrig. Einige davon belaufen sich auf weniger als 0,10% pro Jahr. Darüber hinaus fallen im Unterschied zu typischen Investmentfonds in der Regel keine Abschlusskosten oder Ausgabeaufschläge an. ETFs werden genauso wie Stammaktien über ein Brokerkonto gekauft und verkauft. Wenn Sie über einen Discount- oder Full-Service-Broker Aktien gehandelt haben, sind Sie bereits bestens vorbereitet, um in ETFs zu investieren. Wie beim Erwerb einer Aktie zahlen Sie eine Gebühr beim Kauf und Verkauf von ETFs. Steuereffizienz: Aufgrund der passiven, das heißt indexabbildenden Verwaltung können Kapitalgewinnsteuern minimiert werden. Kurzfristige Gewinne aus dem ETF-Handel sind nach US-Steuerrecht jedoch nicht so steuerbegünstigt wie andere Vehikel, beispielsweise Futures-Kontrakte. Nachteile von ETF: Für einen aktiven Trader summieren sich die Handelsgebühren, wenn Sie ETF mehrmals im Laufe des Tages kaufen und verkaufen. Während einige ETFs eine sehr enge Geldbriefspanne haben, gibt es wiederum viele ETF, die eine weite Geldbriefspanne haben und dabei eine sehr geringe Liquidität aufweisen. Tracking Error: Einige ETFs entwickeln sich sehr ähnlich wie der zugehörige Index. Einige weisen jedoch auch eine andere Entwicklung auf. Zum Beispiel kann der ETF im Laufe eines Jahres um 9% steigen, während der zugrunde liegende Index jedoch um 10,10% gestiegen ist. ETF werden nicht 24 Stunden am Tag gehandelt wie Futures-Kontrakte. In der Videobeschreibung finden Sie noch viel mehr Informationen zum Thema ETF. Ebenfalls finden Sie in der Videobeschreibung den Link zu empfehlenden Plattformen, auf denen Sie ETF kaufen können. Der Markt für ETF wächst Jahr für Jahr nicht ohne Grund. Gegenüber aktiv verwalteten Fonds bieten ETF handfeste Vorteile, einer davon wiegt gerade in Zeiten niedriger Zinsen schwer. Da ETF immer einen Index abbilden und daher ohne Fondsmanagement auskommen, sind die laufenden Kosten bei ETFs deutlich geringer als bei aktiven Fonds. Gerade in Zeiten knapper Renditen können bereits 50 Basispunkte 0,50% über Gewinn oder Verlust entscheiden. Im Grunde sind ETF klassische Investmentfonds, die wie Aktien über die Börse gehandelt werden. Genauer gesagt bündelt ein ETF ein Portfolio aus Wertpapieren, das aus Anleihen oder Aktien besteht, in einem Paket. Typischerweise bilden ETFs einen Index ab, wie zum Beispiel den DAX. Der Index wiederum dient als Richtschnur für die Wertpapiere, die der jeweilige ETF bündelt. Die Anteile von jedem Paket werden dann an der Börse gehandelt, genauso wie die Aktien eines Unternehmens. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen.